Also wir befinden uns heute im TechGate im 22. Bezirk und haben unseren 13. Patiententag für Menschen mit Psoriasis-Schuppenflechte. Also an unserem Patiententag gibt es immer spezifische Fachvorträge von Dermatologen, Rheumatologen in Bezug auf die Krankheit, aber auch die Nebenwirkungen, also die Krankheiten, die noch dazukommen können, wie zum Beispiel Psoriasis Arthritis. Es wird sehr viel gesprochen darüber, welche Medikamente bzw. was kann man machen, um das Leben besser zu gestalten, damit auch psychisch die Psyche nicht so leidet, auch den Umgang mit dem Partner in der Beziehung, in der Familie und vor allem reden. Die näheren Angehörigen und Freunde sollten es wissen, denn das Leben wird einfach einfacher für den Menschen. Sie müssen sich vorstellen, die Flecken sind sichtbar und wenn man sich anderen verstecken muss, stigmatisiert man manchmal, man zieht sich zurück, man lässt keinen mehr an sich heran und dann ist man allein. Und das tut der Seele nicht gut. Der Titel meines Vortrags lautet: Schuppenflechte betrifft mehr als die Haut, und ich werde hier über Begleiterkrankungen der Psoriasis sprechen. Diese Informationstage sind ganz, ganz wichtig, denn das Ziel ist hier, die Patienten zu sensibilisieren, dass die Schuppenflechte nicht bloß eine reine Hauterkrankung ist, sondern dass auch andere Organe und Organsysteme von der Schuppenflechte mit betroffen sein können. Und wenn die Patienten dahingehend sensibilisiert wurden, dann suchen sie bei derartigen Beschwerden eher den ärztlichen Rat, den ärztlichen Kontakt und können diese Beschwerden auch gezielt ansprechen, sodass man noch eine adäquate Therapie verabreichen kann. In meinem Vortrag heute geht es darum, wie die Partnerschaft und Liebe auch mit einer chronischen Erkrankung gelingen kann, weil eine chronische Erkrankung spielt in einer Beziehung immer eine große Rolle. Und gerade wenn es jetzt um Liebe geht und um Beziehung geht, dann spielt auch die Berührung eine ganz große Rolle. Und über Berührung kann ich sehr gut eine Verbindung herstellen zu meinem Partner und ich kann auch eine Beziehung, die vielleicht im Alltag schon ein bisschen in den Routinen erstickt ist, auch wiederbeleben. Das heißt, in meinem Vortrag wird es eigentlich sehr viel um Berührung gehen und darum, wie ich über die Berührung und über gemeinsame Aktivitäten auch wieder die Bindung zu meinem Partner neu herstellen kann oder wieder beleben kann und intensiv gestalten kann. Ich finde das super wichtig, weil hier bekommen Sie alle Informationen wirklich aus erster Hand. Hier sind Spezialisten, die Vorträge halten den ganzen Tag. Das fängt an, also viele Mediziner, die hier berichten über die neuesten Therapiemöglichkeiten, über Biologika, über wie wichtig ist Bewegung, wie wichtig ist Ernährung, wie wichtig ist der ganze Lebensstil für die Erkrankung, wie wirkt sich die Erkrankung auf ihren Alltag aus. Und sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ja, die man ja sonst nicht so hat. Ja. Selbst in einem persönlichen Arztgespräch hat man oft gar nicht so die Zeit oder die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen und auch wirklich qualifizierte Antworten zu bekommen. Thank you.